So, da bin ich auch schon wieder. Gut. Wir betreten den Wald wieder. Das kennen wir alles ja schon. Wurzeln, Lianen, gerade Stellen. Wir haben jetzt den rechten Pfad genommen und die Statue untersucht. Nehmen wir mal den linken Pfad nochmal. Und untersuchen hier die Statue. Der fehlt das andere Auge. Die Statue hat offensichtlich jahrhundertelang an dieser Abzweigung gestanden. Ihre Kanten sind verwittert und sämtliche Details von den Elementen zerfressen. Moos ist über das Fundament gewachsen und hängen von dem spinnenähnlichen Kopf herab. Die Augen des Suchers starren dich an, ohne zu blinzeln. Doch alles an der Skulptur wirkt ungewöhnlich symmetrisch, sogar die Vegetation, die an ihr herunterhängt. Da fehlt aber auch ein Auge. Mit Ausnahme des Auges der Statue auf der linken, dass der Statue auf der linken Seite fehlt. Xoti, interpretier mal. Der Sucher wurde mit einem fehlenden Auge dargestellt. Oder es wurde irgendwann entfernt. Die Statue von einem Rivalen auf der Insel verschandelt. Xoti untersucht die Figur. Ist doch seltsam, oder? Dass der Sucher als blind dargestellt wird? Zumindest teilweise. Glaubst du, der Kult des Suchers würde die Blinden mehr respektieren als der Kult des Wächters, die Schwachen? Ja, kann ich die Statue nochmal untersuchen? Seraphim kann es nicht. Das ist der Sucher, oder? Müsste ich nach etwas anderem Ausschau halten? Okay. Wenn ich das mal so aus bisschen mit der Maus aufzeigen darf. Wir sind reingekommen. Hatten zwei Pfade, links, rechts. Wenn wir den linken Pfad genommen haben, sind wir an eine Statue gekommen, nämlich an diese hier, wo das eine Auge blind ist, das andere nicht. Und wenn wir rechts gegangen sind, war das andere Auge blind und das also das Auge blind und das hier nicht. Ich könnte schwören, oder ich habe die Vermutung, außer die Entwickler sind sehr gemein und irreführend, dass hier das jeweils der Pfad mit dem Auge wieder auf die Hauptstraße führt. Also nehme ich in dem Fall den rechten Pfad. Der Dschungel Im Dschungel wird es immer dunkler, je tiefer du in ihn eindringst. Erneut teilen sich vor dir die Pfade. Die Weggabelung sieht ähnlich aus wie die letzte. Dennoch sind die Unterschiede deutlich genug, um dir zu beweisen, dass du vorankommst. Zwischen den beiden Pfaden findest du eine einfache Statue, ein steinernes Podest, auf dem das vieläugige Gesicht des Suchers thront. Die Bedeutung der Statue: Erfolg. Der Sucher wurde mit einem fehlenden Auge dargestellt, ja. Kennen wir schon. Also nehmen wir jetzt wieder den Pfad, wo das Auge vorhanden ist. Das wäre dann links. Die Statue untersuchen. Dann nehmen wir wieder rechts. Du dringst weiter in die zunehmende Düsternis vor. Auf beiden Seiten des Pfades wachsen riesige Bäume. Ihre oberen Zweige verschwinden in der Dunkelheit über dir. Der Pfad windet sich an ihren Stämmen entlang, die so breit sind wie Burgtürme. Die Pfeile teilen sich wieder auf, aber diesmal findest du weder einen Sockel noch eine Büste des Suchers. Stattdessen ist ein dritter Pfad zwischen den beiden aufgetaucht. Während die Pfade rechts und links beide identisch sind, sieht der Weg in der Mitte beengt und zugewachsen aus. Er führt in eine dunkle Höhle hinunter. Dann nehmen wir doch den. Du betrittst die Höhle und bahnst dir einen Weg durch die verwinkelte Dunkelheit. Eine Zeit lang hörst du nichts außer deinem eigenen Atem. Doch dann zieht sich das Flüstern von Insekten weiter voran, nach unten und es wird und na nach und nach wird es immer lauter, bis nahezu die gesamte Luft um dich herum davon zu summen scheint. Ein Tag verstrichen. Die Höhle spuckt dich in der Dunkelheit aus, auch wenn es dort so dunkel ist, dass du zunächst nicht realisierst, dass du im Freien bist. Das helle Klackern von Mandibel, also von den Spinnenfühler-Dingern da, die sie vorne an der Schnauze haben, und die Bewegung von schweren, vielgliedrigen Körperteilen halt über dir durch die Umgebung. Nach Feinden suchen. Du siehst nichts, das du angreifen könntest oder das dich angreifen könnte. Vorsichtig vorwärts gehen. Der Pfad weitet sich, bevor er plötzlich in einer großen freien Lichtung mündet. Einen Augenblick lang wirkt es so, als würde der Wald selbst leuchten. Jeder Baum schimmert in blassem Grün, doch dann siehst du die Quelle des Lichts. Ein Schädel, der von Seelenenergie beinahe brennt. Du hast jedoch keine Gelegenheit mehr, es zu nehmen, denn von oben aus der Dunkelheit kommen Spinnen auf dich herab.
Aber wenigstens haben sie keinen Erstschlag, der mir wieder eine Wunde verleiht. Ja, Sehenenergie und ein paar Spinni-Spinnis. Werde ich gleich angegriffen? Nö. Düsterweberling, Düsterweberling, Düsterweber, okay. I'll see what I can find. The shadow comes to muddy the light. Ich muss dran denken, dass sie ungefähr auf demselben Level sind wie ich. So. Kampf geht los, das heißt, Soti buffen. Ich beschwöre gleich mal den Animat. Alof beschwört Imps. Was hat der Alof denn da noch? Ach, Zauberbuch. Seraphin hat nichts zum Beschwören. Und ja, der Leck ist ärgerlich. Übernehme mal eine Spinne. Xoti Angriff. Oh, nebenbei. Du. Bogen. Du beschwörst. Du beschwörst auch. Okay, erste Spinne ist down. Zweite ist schon ziemlich angeschaden. So. Noch der Düsterweber und die letzte kleine Spinne dann wegmachen. Ja. Da sind die Imps weg. So, aber das kriegen wir gut hin. Und dich noch töten, bitte. Was auch immer sie da gerade macht. Okay. Heilung. Du heilst dich so. Adolf, Kettenblitz sie mal. Du haust sie mal. Ne, versenkst sie einfach mal. Und noch die letzte Spinne bitte weg. Gut. Happy to oblige. Sure thing. Indeed. Das war ein Spinnenbein. Das ist noch eine Giftdrüse und ein bisschen mehr ein Hauer. Okay, muss einfach auch immer Spinnenhauer haben. Sacken wir mal das Ding ein. Vor dir schimmert eine Seele. Ihr schwacher Schein wird von den Bäumen nicht reflektiert. Ihr Gestalt ist gekleidet in schwebende, hauchzarte Seide. Und ihr Haupt schmücken schwarze Locken. Do you see her too? Hast du sie ebenfalls gesehen? My blade? It has found me once again. Meine Klinge, sie hat mich erneut gefunden. Eine geisterhafte Hand streckt sich nach dem Mauruks Amat aus, um sich den uralten Dolch zu greifen, doch ihre Seele stoppt kurz davor. Was ist der Mauruks Amat?
keine Ahnung. The Crucible still serves its purpose, bringing Gallowaynes devoted to battle, bringing battle to Gallowaynes devoted. Der Schmelztiegel erfüllt noch immer seinen Zweck. Er holt die Anhänger von Gallowayne zum Kampf. Er bringt den Kampf zu den Anhängern von Gallowayne. But a wound, a tear, festers in the heart of this place. Aber eine Wunde, ein Riss, Schwert im Herzen dieses Ortes. Ich weiß nicht, ob das Schwert habe ich noch nie gehört. Vielleicht ist da wirklich Schwärzt gemeint, aber ich kann mich auch irren. Jedenfalls sagt mir Schwert gerade nichts. Oder ich denke gerade falsch. Wer bist du? Eine Wunde? Was für eine Wunde? Nachdem ich mit dem Stake im Tiefland fertig geworden bin, ist mir ein anderer deiner Art begegnet. Eine Wunde? Was für eine Art von Wunde? I ask you to risk life and limb in the Crucible. But the desired outcome is not your death. Ich bitte dich, Leib und Leben im Schmelztiegel zu riskieren, aber das Ergebnis, das ich mir wünsche, ist nicht dein Tod. The future of this place depends upon you seeking the champion's crown. Die Zukunft dieses Ortes hängt davon ab, dass du nach der Krone des Meisters strebst. Souls that prowl this island writhe in disharmony. Without your help, the Die Seelen, die sich auf dieser Insel herumtreiben, winden sich in Zwietracht. Ohne deine Hilfe wird das Bild verstummt, die Gestalt der Frau verschwimmt. Es dauert nur einen Atemzug lang und dann ist die Erscheinung vollends verschwunden. Ihr letzter Satz bleibt unbeendet. Oh, where'd she go? Hello, Spirit Lady? Oh, wohin ist sie bloß verschwunden? Hallo, Geisterfrau? Gehen wir? Hast du irgendeine Ahnung, wer das war? Hast du den Aufruhr gespürt, von dem sie gesprochen hat? Not really, but I don't feel trapped here. Exactly. Not like she does. Eigentlich nicht, aber ich fühle mich hier auch nicht wirklich gefangen. Nicht so wie sie. I came willingly, after all. Died willingly, I mean. Schließlich bin ich freiwillig gekommen. Ich meine, ich bin freiwillig gestorben. And I've got you, right? Und ich habe ja schließlich auch dich, nicht wahr? Hast du irgendeine Ahnung, wer das war? Not a clue. Perhaps she was the seeking face. Ich habe keinen Schimmer. Vielleicht war sie das suchende Gesicht. Or perhaps some other poor soul trapped here on Kasuari. Oder vielleicht irgendeine andere arme Seele, die hier auf Kasuari gefangen ist. Ja, du bist in deinem Kopf gefangen, den wir im Rucksack haben. Das macht sich viel besser. Na gut, gehen wir. Perhaps if we complete the other trials, we'll find similar spirits. And hopefully they'll be a touch more cheerful. Vielleicht finden wir ähnliche Geister, wenn wir die anderen Prüfungen bestehen. Und hoffentlich sind die etwas besser gelaunt. Ja, gucken wir uns hier noch mal kurz um. Aber hier dürfte nicht mehr viel sein. Keine Kräuter und so. Das finde ich immer ein bisschen schade in diesen Schlachtfeldern. Gut. Dann verlassen wir. Also was heißt Schlachtfeld? Ich meine eben diesen Begegnungsgebieten. Schlachtfelder sind es ja nicht wirklich. Schlachtfelder sind Schlachtfelder, da wo wir nach Zeug suchen können, so wie in der Grabstätte, die wir hier noch haben. Also die da meine ich. Ja, jetzt haben wir wirklich nur noch Tibe Owayapu. Das war das überlebende Gesicht, also mit den Keilern. Das suchende Gesicht haben wir und das schlachtende Gesicht. Können wir ja mal kurz noch das hier updaten. Ich habe das Artefakt des Schlechters aus den Tiefen des Forstagia wimmelnden Wakupoku-Tieflands beschafft. Wenn ich dieses Artefakt dem Becken der Erinnerung übergebe, sollte der Schmelztiegel basierend auf den Erinnerungen des Artefakts neue Herausforderungen manifestieren können. Mhm. Das suchende Gesicht. Tief in den Kohatikana-Weite habe ich den Schädel eines verstorbenen Forschers entdeckt, der vor Seelenenergie leuchtet. Ich soll dieses Artefakt zum Becken der Erinnerung zurückbringen, damit der Schmelztiegel die Erinnerungen aus diesem Gegenstand ziehen und Kämpfe aus diesen Eindrücken schmieden kann. Ja, es fehlen halt nur noch die Keiler hier in der Tibe Owayapu.
Eine weite, dürre Fläche breitet sich vor dir aus. Sie wird auf beiden Seiten von trockenen, zerklüfteten Felsen begrenzt. In der Landschaft wachsen eine Handvoll Bäume mit scharfen Blättern und dornige Büsche. Doch ansonsten ist die Weite verödet. Das soll wahrscheinlich heißen, Handvoll Bäume mit scharfen Blättern. Ah. Ja. Manchmal ist Deutsch ein bisschen blöd zu lesen. Weil es heißt, eine Handvoll Bäume mit scharfen Blättern und dornige Büsche. Also nicht, dass die Bäume dornige Büsche hätten, sondern die dornigen Büsche wachsen hier. Ja, wenn man Deutsch erklären muss. In der sich verdunkelnden Ferne macht sich ein schwaches rotes Glühen hoch oben in den felsigen Gipfeln aus. Durch das Fernrohr schauen. Du richtest dein Fernrohr nach Süden aus in Richtung der fernen Gipfel. Durch die Linse siehst du keinerlei rötliches Licht. Du setzt das Fernrohr ab und das merkwürdige Leuchten erscheint erneut. Vielleicht ist es eine natürliche Illusion, irgendeine Art Luftspiegelung. Irgendwelche Ideen? Seraphin? Der zottlige blaue Orleaner verschränkt die Arme. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht ein Dutzend bessere Dinge zu tun, als zwischen großen Felsen zu laufen, die aussehen, als würden sie jeden Moment über uns zusammenbrechen. Okay. Xoti? Das muss eine Prüfung der Götter sein. Also gut, ich werde jederzeit meine Hingabe und meine Belastbarkeit unter Beweis stellen, wenn es sein muss.